Selbstbewusstsein heißt nichts anderes als sich selbst bewusst zu sein. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Welt ist voller Chancen und du darfst auch glücklich sein. Guten Morgen wünsche ich dir. Wenn du schon hier zugeschaltet bist, dann gib mir gerne mal einen Daumen hoch und ein Herzlein, da freue ich mich. Und gerne auch mal ins Kommentarfeld schreiben, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Und dann können wir starten. Und ich möchte erstmal dir gratulieren und dir applaudieren, dass du heute hier bist, dass du den Weg hierher gefunden hast und dass du dich auf diese großartige Challenge hier einlässt und die nächsten 21 Tage mal dein Selbstbewusstsein, deinen Selbstwert, die Liebe zu dir selbst, die Anerkennung zu dir selbst, alles, was mit dem Selbst zu tun hat, auf ein nächstes Level bringen. Und deshalb möchte ich dir mal absolut hier gratulieren, lass dich mal feiern, dass du hier bist. Großartig, geniale, großartige Entscheidung. Wir haben gestern hier in der Gruppe über 150 neue Teilnehmer bekommen und du bist mit dabei. Ja, erster Daumen hoch, vielen, vielen Dank. Also, lasst uns starten heute mit dem nächsten Thema zum Selbstbewusstsein. Wie der Name es schon sagt, man kann aus unserer Sprache ja so viele geniale Dinge entnehmen. Selbstbewusstsein heißt nichts anderes als sich selbst bewusst zu sein. Und wann sind wir das mal? Wenn wir es uns nicht antrainieren, sind wir nicht ganz so oft bei uns selbst, sondern überwiegend im Außen orientiert. Wir nehmen unseren Körper gar nicht wahr. Ist alles so selbstverständlich. Die Arme sind da, die Beine sind da. Es ist auch so selbstverständlich, dass alle Zellen, Organe immer da sind, dass alles funktioniert. Erst wenn mal was nicht so funktioniert, wenn die Seele sich mit dem Körper unterhalten hat und dem Körper sagt, hey, geh du vor, auf mich hört er nicht. Und dann sagt der Körper, ich werde krank werden. Dann wird er auf dich hören, wird Zeit haben. Dann kommen wir ins Nachdenken. Dann schenken wir uns selbst mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und dann ist es halt einfach manchmal so, dass die rote Karte schon da ist und es dann natürlich mit noch mehr Energie verbunden ist, nochmal in eine Harmonie zu kommen, von der Disharmonie in die Harmonie zu kommen. Ich bezeichne so, ja, ein Krankheitsbild lieber als eine Disharmonie. Das hört sich ein bisschen leichter an, das bringt den Druck raus, denn letzten Endes, jedes Krankheitssymptom, das wir haben, ist ja nichts anderes als eine Disharmonie. Irgendwas ist im Körper nicht harmonisch. Wir haben einfach ganz, ganz lange die Botschaften unserer Seele missachtet, gar nicht wahrgenommen, haben unsere Gefühle nicht wahrgenommen. Die Seele kommuniziert mit uns über die leise Sprache von Gefühlen und da sind wir einfach Meister darin geworden, Gefühle zu unterdrücken, weil uns das ja früher niemand beigebracht hat. Hey, wenn die Seele sich mit dir unterhält, wenn die Seele eine Botschaft für dich hat, dann macht sie das über die leise Sprache der Gefühle. Und wenn die Seele dir ein Gefühl schickt, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen, auf die Botschaft der Seele zu achten und dann das dahinterliegende Thema zu erkennen und deinem Herzen zu folgen. Das hat uns niemand beigebracht. Und das können wir uns jetzt als Erwachsene selbst wieder beibringen. Also wieder Meister darin zu werden, Gefühle zuzulassen. Da gehen wir im Laufe dieser Challenge auch nochmal intensiver drauf ein. Aber heute möchte ich einfach mit dir mal die Basis anschauen. Die Basis, die es braucht, um ein selbstbestimmtes, selbstbewusstes Leben zu führen. Und die Basis in unserem Körper ist nicht nur, dass wir den Körper wahrnehmen, sondern dass wir auch uns um unser Basischakra mal kümmern. Denn wir haben ganz viele Chakren, das sind Energieräder, die wir in unserem Körper haben, mit denen wir Lebensenergie aufnehmen und auch abgeben. Und es ist alles immer ein Geben und Nehmen, wie das ganze Leben. Solange mein Körper lebt, solange dein Körper lebt, wirst du beatmet, du nimmst auf und gibst wieder ab. Das ist letzten Endes Geben und Nehmen, das ganze Leben. Und jetzt
beginnen wir heute mal mit den Chakren, mit dem Basischakra insbesondere, das Wurzelchakra. Das befindet sich zwischen Anus und Genitalien. Und wenn das Wurzelchakra in einer Disharmonie ist, dann ist man nicht gut geerdet. Klar, jeder von uns, egal welche Größe er hat, die Füße, die sind auf dem Boden. Aber die Frage ist, wie sehr bin ich denn wirklich hier auch auf Mutter Erde angekommen? Wie sehr fühle ich mich hier angekommen? Wie sehr fühle ich mich hier verwurzelt? Wie sehr nehme ich wahr, was für ein großes Geschenk ich da überhaupt bekommen habe, dass ich hier auf Mutter Erde im jetzigen Körper wandeln und leben darf? Dass ich dieses Geschenk des Lebens annehme, dass ich ein großes Ja zum Leben sage. Und da fängt vieles einfach bei der Basis an, beim Wurzelchakra. Und da würde ich jetzt gerne mit dir gleich auch einsteigen. Denn wenn das Wurzelchakra auch disharmonisch ist, wenn da Energie fehlt, dass es an diesen Dingen hapert, die ich eben so erwähnt habe, oder eben auch ja, die Bodenhaftung fehlt, der Kontakt zur Erde, die Erdenergie, dann ist man innerlich einfach unausgeglichen. Man ist angespannt. Man hat das Gefühl, man ist nur am Funktionieren. Das war früher bei mir auch immer so, wenn ich morgens aufgewacht bin. Wie oft habe ich gedacht, oh je, heute gar nicht denken, einfach nur tun, einfach nur funktionieren. Ich war immer nur am Funktionieren. Und das bringt natürlich ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Man ist immer nur am Hetzen. Man hat keine Zeit. Man fühlt sich gehetzt und getrieben, man ist auch nicht präsent im Hier und im Jetzt, man ist mit den Gedanken im Gestern oder im Morgen, aber nicht hier im Jetzt und im Augenblick. Und wenn ich mich daran übe, auch präsent zu sein, im Hier und im Jetzt anzukommen, im Augenblick anzukommen, dann ist das auch ein großer Schritt dahin, dass ich endlich mal die Botschaften, die das Universum, Gott, das Überbewusstsein, deine Seele, es ist eigentlich ganz gleich, welchen Namen du dieser Instanz gibst, die schickt dir ständig Botschaften. Nur du bist nicht da. Wir sind nicht da. Wir öffnen uns diesen Botschaften nicht. Es ist so, wie wenn heute Morgen der Briefträger dir einen Brief geben möchte und du bist nicht zu Hause, weil du unterwegs bist, du bist sonst irgendwo, dann kann der Briefträger dir den Brief nicht persönlich übergeben. Er wirft ihn in den Briefkasten. Ob du dann heute Abend oder irgendwann in den Briefkasten reinschaust und die Botschaft bekommst, die in dem Brief drinsteckt, was auch immer das ist, dann ist das deine Entscheidung. Und so verhalten wir uns auch, wenn wir nicht präsent sind im Augenblick, diese vielen Botschaften, die Geschenke des Lebens, die Inspirationen, die Ideen, die Aspekte, die Hinweise von unserer Seele, die prallen an uns vorbei, die lagern irgendwo im Nirvana und wir sehen es nicht. Und wir öffnen den großen Briefkasten meistens einfach nicht mehr. Und deshalb lade ich dich jetzt einfach mal dazu ein, mit mir gemeinsam die Augen zu schließen, eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Lass dich jetzt einfach mal ganz auf diese kleine mentale Übung ein. Auch wenn ich jetzt rede, auch ich habe die Augen geschlossen. Die Füße sind nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde aufnehmen kannst. Und auch dazu lade ich dich ein, jetzt mal bewusst Kontakt zur Mutter Erde aufzunehmen, die uns nährt und trägt. Die Hände legst du gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet, auf deine Oberschenkel, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann lade ich dich ein, so 2-3 Mal in deinem eigenen Rhythmus durch den Mund tief auszuatmen. Lass die Schultern dabei sinken. Lass dich in deinen Körper sinken.
Und vielleicht kannst du auch schon spüren und wahrnehmen, wie so eine Ruhe einkehrt. Komm mal so ganz im Hier und im Jetzt, in diesem Augenblick an. Nimm mal die Ruhe und die Stille wahr, die sich jetzt immer mehr und mehr ausbreiten möchte, auch den Frieden, der jetzt zu dir kommt. Der Atemstrom darf ganz leicht und frei durch die Nase jetzt ein- und ausströmen. Beobachte jetzt einfach mal für eine Weile deinen Atemstrom, ohne etwas zu verändern. Einfach mal nur diesen ganz natürlichen Impuls durch die Nase ein- und auszuatmen. Wunderbar machst du das. Einfach nur den Atemstrom beobachten. Die Gedanken, die aufkommen, einfach auch nur beobachten und weiterziehen lassen. Vielleicht hilft es dir, wenn du dann denkst, ach, das ist ja ein interessanter Gedanke, der da jetzt aufkommt. Ganz gleich, was aufkommt. Einfach denken, ups, das ist ja ein interessanter Gedanke, der da aufkommt. Dann lass ihn weiterziehen. So bringst du Leichtigkeit auch da rein und ein bisschen Freude. Und dann immer wieder zurückkommen auf deinen Atemstrom. Und dann würde ich dich dazu einladen, jetzt mal dein Atmen zu einem Genussatmen zu machen. Ich lade dich dazu ein, jetzt mal einen Atemstrom zum Genussatmen zu machen, indem du ganz tief und genüsslich einatmest, durch die Nase für einen Moment deinen Atemstrom anhältst und wieder ausatmest. Mach das einige Male mal in deinem Rhythmus, in deinem ganz eigenen Rhythmus. Ganz tief und genüsslich durch die Nase einatmen. Den Atemstrom für einen Moment anhalten und wieder ausatmen. Ganz in deinem eigenen Rhythmus. Wunderbar. Und jetzt setzen wir noch eins drauf. Beim Einatmen spannen wir zusätzlich noch den Beckenboden an. Spanne zusätzlich noch deinen Beckenboden an. Stell dir vor, wie da so ein Aufzug ist in dir. Und zieh so einfach den Beckenboden nach oben. Spann den Beckenboden an, egal ob er als Mann oder als Frau. Auch als Mann hast du einen Beckenboden, den du anspannen kannst. Mit dem Einatmen ganz tief und genüsslich spannst du den Beckenboden an. Und mit dem Ausatmen lässt du wieder los. Mach auch das einige Male. Ganz in deinem eigenen Rhythmus. Wunderbar machst du das. Und jetzt lausch mal gerne und fühl mal, was sich verändert hat. Die Stille. Vielleicht trotz Außengeräusche jetzt wahrzunehmen ist, wie Frieden einkehrt, Ruhe und Harmonie, und genieße das einfach mal für einen Augenblick. Vielleicht magst du auch ein Lächeln auf deine Lippen zaubern, auf dein Gesicht. Lächle, erlaube es dir jetzt zu lächeln und es dir gut gehen zu lassen. Und dann lade ich dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Fußsohlen zu gehen. Und stell dir jetzt einfach mal vor, wie was ganz Magisches passiert, wie aus deinen Fußsohlen Wurzeln wachsen. Einfach vorstellen, ohne Stress, ohne Druck, ohne Zwang. Einfach vorstellen, wie aus deinen Fußsohlen Wurzeln in Mutter Erde wachsen. Und lass diese Fußsohlen
Wurzeln jetzt ganz kräftig werden und ganz tief in Mutter Erde wachsen. Ganz tief in Mutter Erde wachsen Wurzeln aus deinen Fußsohlen in Mutter Erde. Einfach vorstellen, einfach machen, einfach denken und tun jetzt. Einfach mal ganz dabei sein. Bis zur Erdsonne, bis zum Erdenmittelpunkt. Wunderbar machst du das. Und dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie aus diesem Erdmittelpunkt du jetzt Energie einatmen kannst, von der Erdsonne durch diese Wurzeln, durch deinen Körper durchziehen kannst, bis zu deinem Kronenchakra, zu deinem Kopf und weiter strömen lassen kannst zum Universum. Einfach mal vorstellen, mit dem Einatmen nimmst du jetzt diese wunderbare Energie von Mutter Erde auf, über deine Wurzeln, ziehst mit dem Atemzug diese Energie durch deinen Körper bis zu deinem Kronenchakra, das ist der höchste Punkt an deinem Kopf, und lässt diese Energie weiter fließen ins Universum. Mach das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Einfach mitmachen. Wunderbar. Nochmal. Großartig. Ganz toll machst du das. So, und jetzt hast du schon mal Verbindung zur Mutter Erde hergestellt und hast dich verwurzelt. Und jetzt gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unserem Wurzelchakra, das sich zwischen Anus und Genitalien befindet. Geh einfach mit der Aufmerksamkeit zu deinem Wurzelchakra. Und stell dir jetzt einfach mal vor, wie dein Atemstrom über das Wurzelchakra ein- und wieder ausströmt. Einfach vorstellen, einfach mitmachen. Kannst nichts falsch machen, einfach mal tun. Einfach in deiner Vorstellung den Atemstrom durch dein Wurzelchakra einströmen lassen und wieder ausströmen lassen. Ein und aus. Wunderbar. Und das erweitern wir jetzt auch noch, indem wir uns vorstellen, indem ich dich dazu einlade, dir vorzustellen, bei dem Einatmen auch noch gewisse Energien in dein Wurzelchakra reinfließen. Und zwar die Energien Licht, Liebe und Lebensenergie. Jedem Chakra ist auch eine Farbe zugeordnet, deshalb lade ich dich auch ein, dir vorzustellen, wie rotes Licht, Liebe und Lebensenergie jetzt einströmen und mit dem Ausatmen öffnest du das Wurzelchakra mehr und mehr und erlaubst ihm, sich zu befreien von all den Blockaden und Themen, die sich da befinden. Du musst an nichts Spezielles denken, einfach vorstellen, wie bei jedem Ausatmen das Wurzelchakra sich mehr und mehr öffnet und sich befreien darf. Erlaube ihm, sich zu befreien von den Blockaden und Themen, die da jetzt noch verborgen sind. Erlaube diesen Energien, deinen Körper mit jedem Ausatmen zu verlassen. Rotes Licht, Liebe und Lebensenergie strömen in dein Wurzelchakra ein. Und mit dem Ausatmen einfach vorstellen, wie dein Wurzelchakra sich mehr und mehr öffnen darf und reinigen darf. Mach das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Großartig, wunderbar. Und dann lade ich dich dazu ein, mal die Frage auf dich wirken zu lassen, welche Ideen und Visionen habe ich noch
nicht umgesetzt? Welche Ideen und Visionen habe ich noch nicht umgesetzt? Du kannst gerne auch im Geiste jetzt um eine Information noch zusätzlich dazu bitten. Und sei mal ganz neugierig, was da an Impuls kommt, ohne Erwartungshaltung. Lass es einfach fließen. Du bist wunderbar verwurzelt mit Mutter Erde. Dein Basischakra ist energetisiert. Und deshalb lass mal die Frage auf dich wirken, welche Vision, welche Ideen habe ich noch nicht umgesetzt? Welche Ideen und Visionen habe ich hier noch nicht auf Mutter Erde verwirklicht? Lass es einfach mal in dein Bewusstsein, ohne es zu bewerten und zu beurteilen. Und sei ganz neugierig. Wunderbar. Dann lade ich dich ein, deinen Atemstrom wieder über deine Nase in deinem eigenen Rhythmus ganz leicht und frei ein- und ausströmen zu lassen. Und dann einen bewussten, tiefen Atemzug nehmen und mit dem Ausatmen wieder ganz im Hier und im Jetzt, in dem Raum, in dem du dich gerade befindest, anzukommen, wieder hellwach, topfit und voll guter Energie zu sein. Ja, willkommen zurück. Ich würde dich gern auch dazu einladen, was du als Inspiration bekommen hast, was du jetzt noch nicht hier in Mutter Erde gepflanzt hast, als Idee, als Vision, was deinem Selbst entspricht und was du vielleicht jetzt auch noch gar nicht für möglich hältst. Aber deshalb die Einladung, nicht bewerten, nicht beurteilen, sondern einfach mal so diese Vision, die du jetzt bekommen hast, zu Papier bringen. Und bitte sehr, sehr gerne hier auch in der Gruppe, wir sind hier eine geschützte Gruppe, in der Gruppe mit uns teilen, weil damit, indem du es schreibst, indem du es ins Kommentarfeld schreibst, gibst du dem nochmal eine besondere Energie, weil du es niederschreibst, weil du es von dir schreibst und auf dem Weg eben auch in den Äther gibst, ans Universum eine Botschaft noch zusätzlich schickst und damit das noch verstärkst, dass du es rausgeschickt hast, dass es zu dir kommen kann, dass du weitere Inspirationen und Aspekte bekommst. Hallo, liebe Sabine, schön, dass du da bist. Ich sehe, ich habe einige Zuschauer hier, aber du bist gerade im Moment die Einzige, die ich vom Namen her sehe. Alle anderen natürlich, die jetzt im Laufe der Zeit hier noch nachträglich dazugekommen sind, fühle dich ganz, ganz herzlich hier willkommen. Genau, also einfach gerne mal ins Kommentarfeld reinschreiben, was du an Inspirationen bekommen hast und geh dann mal so ein bisschen schwanger die nächsten Tage damit. Lass mal da weitere Inspirationen und Ideen zu. Geh da einfach mal so ins Brainstorming mit dir selbst. Vielleicht hast du ein Büchlein mit leeren Seiten, dass du das dazu jetzt nutzt oder dann nimm einfach ein Blatt Papier. Und fühl das so die nächsten Tage. Beschäftige dich da in der Richtung mal so ein bisschen mit dem, was da so in dein Bewusstsein kam. Und sei mal neugierig, was zusätzlich immer noch da fließt. Und wir leben ja im Zeitalter des Internets, des Handys. Ich habe mich lange dagegen gesträubt. Ich habe auch noch gar nicht so lange, ich glaube, das ist jetzt, ja, es ist in etwa ein Jahr erst her, wo ich ein Smartphone bekommen habe. Ich habe vorher noch so ein kleines, altes, ja, man würde sagen, Oma-Teil gehabt, wo man wirklich nur mit telefonieren konnte, sonst nichts. Aber aus beruflichen Gründen ging es dann halt auch irgendwann ohne Smartphone nicht mehr. Und inzwischen habe ich das Teil natürlich auch lieben gelernt, weil da gibt es so eine ganz tolle Funktion, wo man, wenn man unterwegs ist, sich selbst entweder Memos notieren kann oder eben aufsprechen kann. Und dann nutzt diese Funktion. Wenn du tagsüber Ideen und Inspirationen zu deiner Vision hast, zu deinen Ideen, was du noch nicht verwirklicht hast,
dann spreche das schnell auf, damit du es nicht vergisst und so deinen Zettel mit deinen eigenen Ideen und Visionen, was du noch nicht verwirklicht hast, einfach notieren kann. Und du wirst staunen, wie viel da im Laufe der Tage zusammenkommt, wie viele Inspirationen du zu deiner Einzigartigkeit da eben entdeckst. Und jetzt würde ich dich dazu einladen, mal deine rechte Hand zu heben. Und die rechte Hand, die nimmst du jetzt auf deine linke Schulter. Und dann klopfst du dir mal ganz kräftig auf die linke Schulter und lobst dich mal, wie gut du das jetzt gemacht hast. Lobst dich mal dafür, dass du auch hier in der Gruppe dabei bist, dass du dich committed hast, hier die Challenge mitzumachen. Dass du dich dazu committed hast, mal mehr in deine eigene Kraft, Stärke und Energie zu kommen. Dass du dich committed hast, deine Einzigartigkeit zu entdecken. Dass du dich dazu committed hast, mal jetzt mehr dich auf deinen Herzensweg zu begeben oder ihn überhaupt zu entdecken hier. Lob dich bitte mal dafür. Klopf dir auf die Schulter und mach dir bitte mal bewusst, was für ein wunderbarer Mensch, was für eine wunderbare Frau, ein wunderbarer Mann du bist. Großartig. Klopf dir auf die Schulter und sag dir selbst auch, das habe ich gut gemacht. Schön. Du Liebe, ihr Lieben, habt einen wunderbaren Tag. Wenn Fragen sind, gerne auch nachträglich noch ins Kommentarfeld schreiben. Dann greife ich es auf und gehe dann gerne morgen darauf ein. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Hab die Sonne im Herzen. Bei uns hier im Saarland kommt die Sonne jetzt auch draußen so langsam raus. Genieß den Tag. Wir sehen uns morgen nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao.